gestern, am 1.7., ist die neue Saison gestartet tatsächlich. Und das heißt, man kann sich jetzt quasi schon anfangen, für die Weltmeisterschaften nächste Saison zu qualifizieren, ohne dass man weiß, wo die Weltmeisterschaften sind und wie viele Punkte man brauchen wird, weil, ja gut, das Ding ist halt, es ist halt jetzt eh ein anderes System. Man muss sich in die Top 75 eben bringen. Also man weiß halt quasi, was das Ziel ist, aber man weiß nicht, wie viele Punkte es sein werden. Man weiß aber zum Glück, wo bereits Turniere sind und es gibt halt bereits lokale Turniere. Und darüber wollte ich ein bisschen mit euch reden, denn es gibt viele Leute, die auch wahrscheinlich sich denken, boah, ich möchte es gerne versuchen, entweder zu den Weltmeisterschaften zu kommen oder auch zu Turnieren zu gehen. Weil ich habe selber für mich gelernt, dieser Gedanke, ich will zu den Pokémon-Weltmeisterschaften, ne? Das ist super cool und ich glaube auch, dass das so ein Big Goal sein darf, auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht schlimm, sich erstmal ein paar kleine Goals davor zu setzen. Und wenn man dieses Big Goal erreicht, ist das cool, aber wenn man es nicht erreicht, dann ist es nicht das Ende der Welt. Weil wenn man sagt, oh, alles oder nichts, so entweder ich schaffe es in den Weltmeisterschaften oder die ganze Saison war umsonst, dann ist das auch nicht so gesund. Und deswegen wollte ich einmal mit euch darüber reden, wie man das Ganze am besten angeht, auch über lokale Turniere, weil man ja jetzt hier wieder Locals hat und wo man das alles macht, wie man das Ganze findet, was man vielleicht auch zu beachten hat. Und deswegen gehen wir einmal ganz kurz hier rein. Das Update haben wir uns ja schon mal gemeinsam angeschaut, deswegen da will ich gar nicht groß drüber reden. Es geht hier erstmal nur vor allem um die Liga und globalen Herausforderungen, denn das sind die Sachen, die ihr quasi von zu Hause aus machen könnt oder halt nicht so weit fahren müsst, ne? Weil Regionals sind schon ein bisschen weiter weg teilweise, wobei es zwei deutsche Regionals gibt, die einem auf jeden Fall helfen, aber also in Dortmund und in Stuttgart, aber vor allem die globalen Herausforderungen, da kannst du drei halt mit reinnehmen und das ist normalerweise so, wenn sich das System nicht ändert, dass du Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 15 Kämpfe machst, also insgesamt 45 Stück und du kannst auch alle in der Theorie am Sonntag machen, aber prinzipiell halt diese 45 Matches. Und umso besser du dich positionierst, desto mehr Punkte bekommt man. Und das Gute ist, dass, wenn sich da auch das System nicht ändert, die Wertung so sein wird, dass Leute aus Japan und Südkorea und alle anderen Regionen nicht mit eingerechnet werden. Das heißt, wenn ihr 100, also Platz 100 seid, dann seid ihr vielleicht sogar Top 32 oder Top 16 im Optimalfall. Und Top 16 sind einfach schon 130 Championship Points. Das ist echt sehr, sehr viel. Das heißt, es ist auf jeden Fall realistischer, von zu Hause aus viele Punkte zu machen, weil auch so Top 256 ist auf jeden Fall realistisch für einige. 50 Championship Points, das ist quasi ein Cup-Win, denn das sind halt die Locals, die man machen kann. Und die Frage ist natürlich, wie findet man Locals, weil das ist immer so ein großes Problem für Leute, die eben noch natürlich nicht da drin sind in dem ganzen, in der ganzen Thematik. Deswegen dürft ihr natürlich auch hier mal gerne Fragen stellen. Weil ich war auch am Anfang super verwirrt. Eine der besten Ressourcen ist aber tatsächlich pokedata.ovh. Hier oben sieht man sonst nochmal die Website ganz kurz, ne? Pokedata.ovh. Das ist generell eine gute Seite, also wenn wir auf die Startseite gehen, dann findet man da zum Beispiel die Standings für TCG und VGC. Schauen wir zum Beispiel mal rein. Hier sind schon World Championships, gut, das ist noch ein bisschen hin. Aber zum Beispiel sieht man hier die Standings von den North American International Championships. Und da sieht man dann immer live, wenn man auch das Turnier spielt, quasi die Pairings. Du siehst, wer wo gerade platziert ist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Tool auch für Meisterschaften. Also wenn ihr gerade da eine Übersicht haben wollt, das ist immer sehr gut, um Sachen nochmal live zu verfolgen, während ein Turnier stattfindet. Also ist auch für Worlds gut, wenn ihr euch denkt, boah, wie läuft's denn jetzt gerade bei dem Rahim? Dann könnt ihr hier schauen, wie es halt gerade bei mir läuft, wenn das Turnier dann läuft. Also das ist noch ein bisschen dahin. Aber auf jeden Fall eine coole Sache soweit. Und Pokémon Events ist dann der Ort, wo quasi die Magie abgeht, weil prinzipiell kann man auch über den Pokémon Event Locator das Ganze finden, indem man einfach auf Play Pokémon Veranstaltungen geht, dann Veranstaltungen suchen und dann gebt ihr halt hier irgendeine Stadt ein, ne? Zum Beispiel bei mir Hamburg, dann kann ich noch Filter, Videospiel filtern,
keine Veranstaltung gefunden innerhalb von 10 Kilometern. Dann mache ich mal 200 Kilometer. Was ist da so? Dann sehen wir eine Liga-Herausforderung in Lübeck. Da werde ich unter anderem sein nächste Woche, 11. Juli. Also seid gerne auch am Start, wenn ihr Bock drauf habt. Und da ist tatsächlich jetzt sogar jeden Monat eine Challenge, also eine Herausforderung. In Hannover ist was am 15. Juli, ist halt leider in der Woche. Weil das Ding ist, viele TCG-Shops haben halt an Wochenenden schon alles besetzt. Da werden halt Pokémon-Karten-Turniere gemacht, Lokana, Yu-Gi-Oh!, One Piece, alles drum und dran. Das heißt, Videospiel wird dann eher quasi in die Woche geschoben bei einigen. Das ist halt das Problem. Es gibt aber auch genügend Locals an Wochenenden, muss man dazu sagen. Denn wir schauen jetzt nochmal auf Pokedata. Also hier findet man auf jeden Fall dann auch was, was so in der Nähe ist. Aber hier hast du halt eine bessere Übersicht, weil du kannst halt hier nach Land halt sortieren. Es muss halt nicht Deutschland sein, ne? Wenn ihr irgendwie aus Österreich kommt, dann ja. Wobei, nee, das ist nicht AUS hier von Australien. AT müsste es sein, ne? Austria, weil es ja auf Englisch ist. Und hier ist tatsächlich noch gar nichts. Okay, schade, Österreich. Ihr habt leider anscheinend noch nichts. Aber in Deutschland haben wir schon ein bisschen was. Wobei DE ist ja Deutschland. Also ich weiß nicht genau, wann das gemacht wird. Teilweise Deutsch, teilweise Englisch. Egal, weil hier ist zum Beispiel auch ES, das ist ja, na gut, España, ne? Aber Spain wäre es ja. Naja, auf jeden Fall haben wir hier dann quasi die ganzen deutschen Locals. Und da haben wir dann zum Beispiel was in Lübeck. Wir haben was in Bayern, Wasserburg am Inn. Wenn ihr in Bayern wohnt, dann schaut da gerne vorbei. Man kann hier auch auf die Event-Page drücken und dann ein paar Informationen quasi zu dem Ganzen bekommen, wie zum Beispiel genauer Ort hier oder halt noch eine E-Mail-Adresse. Hier ist zum Beispiel dann die normale Adresse. E-Mail-Adresse steht meistens auch, genau. Man kann den Organisator halt kontaktieren, um Infos zu bekommen. Das ist eigentlich auch immer ganz praktisch, weil es kann halt sein, dass ihr ein Teamsheet ausgedruckt mitnehmen müsst oder halt einfach aufschreiben. Das heißt, ihr nehmt Zettel und Stift, ne, und schreibt auf diesen Zettel eure 6 Pokémon auf mit Terra-Typen, mit allen Attacken und alles, was so dazugehört, was auf so ein Open-Team-Sheet kommt. Wartet kurz, ich kann euch das ja mal zeigen. Jetzt möchte ich das so ein Open-Team-Sheet. Ne, das sind jetzt einfach 4 Attacken plus Item plus Fähigkeit ohne EVs oder so, ohne Wesen und noch der Terra-Typ. Das sind so die wichtigsten Sachen. Es ist traurig, wie wenig auch in NRW ist. Ich glaube, das wird demnächst kommen. Also jetzt gerade ist zwar sehr wenig in NRW, aber NRW ist eigentlich mit einer der stärksten Regionen und wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit sehr krass werden. Da bin ich mir relativ sicher. Also wir sind jetzt gerade erst am Anfang der Saison. Ne? Es hat wirklich gerade erst angefangen und wir haben teilweise jetzt schon Locals für bis September, aber das werden nicht die einzigen Locals im Juli, August und September sein. Locals müssen immer angemeldet werden, 2 Wochen vorher von den Organisatoren. Wenn ihr einen Pokémon-Kartenshop, also generell so einen Kartenshop kennt, dann haut die auch gerne mal an. Sagt, hey, wir wollen Videospielturniere haben, wir wollen lokale Turniere haben. Und dann sage ich euch, geht dahin. Macht das mal. Selbst wenn da nur 4 Leute sind, es ist super cool, gegen andere Leute mal lokal vor Ort zu spielen, diese Übung zu bekommen und vielleicht auch ein paar Kontakte zu knüpfen und generell die lokale Szene so ein bisschen zu stärken, weil wenn die lokalen Szenen größer und stärker werden, dann wird Deutschland als Region auch eine stärkere Region. Schauen wir uns Italien an, schauen wir uns Spanien an. Das sind alles Länder, oder die beiden vor allem, wo die lokale Szene extrem krass sind. Da sind lokale Turniere teilweise mit 50, 60, 70, über 100 Leuten. Das größte lokale Turnier, was wir hatten in Deutschland, war das, was wir im Experion organisiert haben, mit über 60 Leuten. Das ist viel. Aber in Spanien und Italien ist das ein ganz normales Wochenende so. Und bei uns ist das halt so was Besonderes, einmal im Jahr so gefühlt jetzt gewesen, letzte Saison. Das heißt, ja, macht das auf jeden Fall, weil es hat eigentlich nur Vorteile, wenn es eh in der Nähe bei euch ist, ne? Wenn ihr in der Nähe von Dresden, Hannover, Pocking, keine Ahnung, wo das ist, wohnt, schaut euch da einfach mal um. Aktualisiert immer mal wieder die Seite, es kommen tagtäglich neue Sachen dazu. Ich glaube, Pocking ist auch hier neu, das habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Irgendwo in Bayern, ey, keine Ahnung, wo ich werde nicht nach Bayern fahren, vielleicht für eine Challenge, weil es dauert einfach 800, also ist lang genug, 800 Kilometer, aber es lohnt sich. Die Samstag in Leipzig auf dem Local, bin sehr gespannt, wird auch mein erstes sein. Das freut mich sehr zu hören. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das einzige Wichtige, worauf ihr achten müsst, nehmt eure Nintendo Switch mit, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Aber was ich auch noch empfehlen würde, immer
entweder, also Netzteil auch wichtig, weil die Switch wird ausgehen, also immer auch gut laden, oder halt eine Powerbank. Ihr braucht keine Powerbank, es ist jetzt nicht so notwendig, aber achtet einfach immer bitte auf Akku, auf Locals, weil auf Regionals ist es so, die werden dauergeladen quasi in den Stands, aber das haben wir halt nicht die Möglichkeit. Also ihr könnt es natürlich dauerladen, aber nicht jeder Local hat irgendwie überall Steckdosen. Das heißt, man muss da wirklich manchmal zwischen Runden ein bisschen schauen. Also ja, ist aber auf jeden Fall trotzdem gute Practice. Ich empfehle euch das. Und so kann man halt quasi in die Season starten. Und dann 4 Herausforderungen und 4 Cups mitnehmen. Du kannst damit schon 260 Punkte holen. Du kannst hier, wenn du das maxen würdest, also 3 Global Challenges zu gewinnen, ist schon echt nicht so easy, sind wir ehrlich. Aber das wären auch nochmal 510 Punkte hier. Also, du kannst mit der Kombination quasi sehr viele Punkte für den Invite holen. Aber es ist halt jetzt nicht realistisch, damit alleine irgendwie den Invite zu holen. Beziehungsweise wird das nicht möglich sein. Man muss natürlich auch dafür auf Regionalmeisterschaften gehen. Denn die Regionalmeisterschaften geben halt sehr viele Punkte, ne? Und deswegen, ich möchte halt jetzt noch nicht darüber reden, wie es für mich nächste Saison aussehen wird, weil ich möchte erstmal World spielen, aber ich werde trotzdem jetzt in Lübeck sein, ich werde in Osnabrück sein, da ist auch ein Cup, wenn man ihn gewinnt, bekommt man 50 Punkte, das heißt, ich sammle quasi schon Punkte für die nächste Saison, aber wenn ich Worlds gewinne, brauche ich die Punkte nicht, weil dann habe ich ja quasi mein Worlds Invite automatisch, beziehungsweise wenn ich Top 4 auf die Worlds gehe, aber trotzdem, ich möchte da jetzt noch nicht groß über die nächste Saison an sich sprechen, wie meine Pläne jetzt aussehen. Darüber können wir sprechen, wenn Worlds gespielt ist. Aber man kann jetzt schon anfangen zu üben, zu zocken und einfach eine gute Zeit auf Locals zu haben. Und ja, ich werde das halt auch schon machen, auch als Übung für Worlds zu nehmen. In Osnabrück ist halt wie gesagt ein Cup und den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das lohnt sich, finde ich auch. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch so ein bisschen hilft, so ja quasi dieses Start in die Saison zu gehen. Nutzt das auf jeden Fall. Wir gehen ja gleich bei wohl ein bisschen in die Finanzen. Aber ja, das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und ich hoffe, das hilft euch.